So, willkommen zu Game Dev Tycoon mit dem neuen Update. Ja. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen, nicht deine Traumunternehmung, aufbauen. Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Okidoki. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Da habe ich jetzt natürlich echt viel drüber nachgedacht. Out of Trash. Gmaze out of Trash. Laguna, ausnahmsweise. Männlich. Alrighty, that's me. Nicht wirklich. Jetzt muss ich wieder einen suchen, der mir ähnlich sieht. Ich glaube, der war's. Und jetzt natürlich nach Möglichkeit ein schwarzes Shirt, was es nicht gibt. Also nehmen wir das hier, wie glaube ich letztes Mal auch. Die Firma heißt Maze Out of Trash. Das klingt irgendwie nicht so gängig. Das muss man anders nennen. Ich denke, Trash Maze tut's auch. Trash Maze. Okay, that's nice. Was haben wir hier? Ah, 35 Jahre Empfehlung. Gut, Piratenmodus aus, was zum... Piratenmodus, Raubkopierermodus. Nee, wir machen Trash Maze und ich bin Laguna, that's me. Indeed. Hinweise aktivieren. Wenn du das Spiel bereits gespielt hast, kannst du dich dazu entscheiden, alle bisher enthaltenen Hinweise in dieses neue Spiel zu übernehmen. Nein. Alright, okay. Ich habe jetzt kein Projekt am Laufen und jetzt gucken wir erstmal, was ich überhaupt entwickeln kann. Beziehungsweise, ja, wow, doch so viel. Ich kann einfach mal gerade gar nichts. Okay, neues Spiel entwickeln. Alter, ist das euer Ernst? Ich brauche erstmal Geld, wa? Da hast du Trash, aus dem die Games kommen. Ja gut, dann eben nicht, so wie es aussieht. Na dann, neues Gmay. Spiel 1. Erstmal das Thema wählen. Game Dev, Expedition, Superhelden oder Comedy. Ah, wir sind in den 80ern, würde ich behaupten. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall Superhelden. Und ein Genre. Superhelden-Action wahrscheinlich. Ja. Plattform. G64 oder PC. Ah, Marktanteil 43,8%. Ich denke, ich gehe direkt auf den PC. G64 wird nämlich irgendwann abkacken, das wissen wir ja. Okay, PC. Und das wäre dann... Yay! Shitty Marvel, fuck. Textbasiert, nee, komm, wir machen voll die 2D-Grafik, weil wir es drauf haben. 70.000 haben wir ja zur Verfügung. Entwicklung starten. Shitty Marvel, fuck, Superhelden-Action wird programmiert. So, Entwicklungsstufe 1. Engine, Gameplay oder Story-Quests. Ich denke, ich hau viel in die Engine. Relativ viel ins Gameplay. Obwohl, nee, sogar so. Engine und Gameplay, vielleicht sogar Gameplay ein bisschen mehr, die Engine eher weniger. Und Story und Quest nehmen wir ein bisschen runter. Okay. Shitty Marvel Action Fuck. How cool is that? Okay, wir entwickeln. So, Dialoge eher nicht. Level Design, yay. KI, yay. Ja, Level Design sogar noch wichtiger. Dialoge eher unwichtig. Okay. Okay. Grafik, ja, V1 und Grundtöne. Of course. Spielweltdesign relativ hoch. Grafik sogar noch ein bisschen höher. Sound, ja, so. Okay. Bin ich mal gespannt, was Shitty Marvel mit Shitty Marvel. Naja, das Game halt kann. Fertigstellen. Bing. Yeah, EP habe ich bekommen. Soll ich es wirklich so nennen? Der Entwicklungstitel könnte ja auch nur Shitty Marvel gewesen sein. Ja, ich benenne es nochmal um vor der Markteinführung. Marvlol, nicht Marlol. Marvlolfar, fu. Alright, I'll take that. Und Spiel veröffentlichen. Wir könnten es verwerfen, aber wir brauchen Geld. Die erste Bewertung für unser neues Spiel Shitty Marvlol Fuck erhalten, okay? Critics sagen... Okay.
Stargames sagt, okay. Enttäuschend, Informed Gamer. Well, 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 da haben wir einen Scheißstart hingelegt. Ich meine, das Spiel heißt auch Shitty. Hab schon Besseres gesehen. Hat seine Momente. All Games. Schließen. Damn. Trash Maze, ein Newcomer in der Spielebranche, hat kürzlich sein erstes Spiel Shitty Marflol Fuck herausgebracht. Das Spiel hat eine durchschnittliche Bewertung bekommen. Wir sind gespannt, was Trash Maze in Zukunft veröffentlicht wird. Noch mehr Trash natürlich. So eine Überraschung. Ah, jetzt können wir auch forschen. Das ist gut. Neues Thema, eigene Spiel-Engine. Oh, dafür brauchen wir 50 Punkte, die wir nicht haben. Also neues Thema brauchen wir mal noch nicht. Spielbericht erstellen, genau. Dann machen wir mal wählen. Shitty Marflol Fuck, erstmal einen Spielebericht erstellen. Erste Verkaufswoche. Erste Verkaufswoche von Shitty Marflol Fu wurden in der ersten Woche 1910 Stück verkauft. Das ist nicht schlecht. Ne, das kann man mal ganz klar so sehen. Eigentlich. Okay, 22 Forschungspunkte, das reicht noch nicht. Spielbericht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Shitty Marflol Fu ist beendet. Wir haben folgende Resultate erhalten. Superhelden und Action ist eine großartige Kombination. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Wir machen jetzt einfach wie Mortal Kombat ein XL davon. Obwohl. Sollten wir? Nee, komm, wir machen mal ein anderes Genre. Neues Spiel entwickeln. Thema wählen. Expedition, Comedy, Gmadef. Was ist Gmadef? Okay, wenn ihr unbedingt wollt, aber es ist vielleicht ein bisschen früh, das jetzt schon rauszubringen. Nee, komm, wir machen was anderes. Okay, da fehlt uns natürlich noch einiges. Expedition, das klingt total lame. Wir gehen nochmal auf Superhelden. Genre Action. Plattform P2C. Shitty DC. Shitty DC Fu. Dann haben wir wenigstens DC Comics auch abgebügelt. Grafik, indeed. Shitty DC Fu. Jetzt werde ich natürlich die Kritik bekommen, dass es genauso sein wird wie das letzte Spiel, was wir rausgebracht haben. Jetzt gehen wir aber mehr auf Gameplay, weniger auf Engine. Zack. Oh yeah. Und das lassen wir so, okay. Ich brauche die 50 FP für die eigene Spielengine. Oh Mann, ich hoffe, uns geht das Geld nicht aus. Make Graphics, there you go. Obwohl Spielweltdesign mit Sicherheit auch wichtig ist. So, machen wir so, okay. So, das sollte jetzt besser kommen, oder? Shitty Marflol Fu wurde vom Markt genommen. Es wurden 5103 Einheiten verkauft und 35.000 Umsatz erzielt. Great. Fertigstellen. Bling. Alright. Warte mal, können wir das doch überspringen. Gut, das brauchen wir sich ständig reinziehen. Spiel veröffentlichen. Wir haben noch nicht genug Geld, um einfach nur zu üben. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben die erste Bewertung für Shitty DC Fu erhalten. Oh wow, oh wow. Naja, okay, gut. Ich sollte mich von Action- und Superhelden-Spielen fernhalten. Yay, Nagito. Naja, es wird besser. Das ist, wenn es einen Vierer-Durchschnitt bekommt, definitiv besser als das Vorgängerspiel. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Well, thanks. Ist ja auch ein Shitty Game. Shitty Games. Spielbericht. Okay, gucken wir mal. Neuesten Marktanalysen zufolge verkauft sich der Govodore G64 besser als die Konkurrenz in der PC-Branche. Kunden bevorzugen ihn gegenüber anderen Heimcomputern aufgrund seines niedrigeren Preises, der besseren Verfügbarkeit und der flexiblen Hardware-Konfiguration. Experten schätzen, dass dies das Ende rivalisierender Hardwarehersteller sein könnte. I don't think so. Pressemitteilungen. Das letzte Spiel von Trash Maze löste Verwunderung unter den Kritikern aus. Anstatt ein neues, innovatives Spiel auf den Markt zu bringen, hat das Unternehmen noch ein Superhelden-Action-Spiel veröffentlicht, welches im Prinzip denselben Aufbau wie das vorige hat, das stimmt. Ein Kritiker meinte, ich glaube, Shitty DC Fuck wurde einfach zu schnell nach dem vorigen Spiel entwickelt, ohne genug Innovation im Design- und Technologiebereich zu bieten. Well, well, well. Ja, 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 ich weiß, das mache ich auch. Also das mache ich sowieso. Ich mache immer gerne eine RPG-Serie, wo ich nachher dann auch auf MMOs mitgehen kann. Aber erst später, wenn wir dazu kommen.
Unsere Analyse nach dem Verkaufsstart von ShittyDC Fuck ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. KI scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform, Genre, Übereinstimmung, PC, Action, gute. Wir haben auch noch folgende Erkenntnis gewonnen. Der Markt nimmt es gar nicht gut an, wenn wir kurz nacheinander Spiele veröffentlichen, die sich zu sehr ähneln. Gut, dann müssen wir noch eine Side-Series an den Start bringen. Was können wir denn erforschen? Komm, neues Thema dann. Aliens, Kampfsport, Transport, Mad Science. Ich sage Aliens. Forschung beginnen. Forscht er denn? Ja, er forscht, okay. Shitty DC Fuck. was ein Scheiß. Forschung beendet. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma Nintendo eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Nintendo ist bekannt dafür, dass sehr erfolgreiche. Ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinkei King. Dinkei King. Viele Branchenexperten bezweifeln zwar, dass Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt darauf, was Nintendo liefern wird. Ich auch. Forschung beendet. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Aliens. Und weil es so schön war, erforschen wir noch ein weiteres Thema. Virtuelles Haustier. Ich will aber auch Kampfsport. Ah. Kampfsport. Forschung beginnen. Oh Mann, haben wir viel Umsatz. 27.000 fürs nächste Spiel. Das wird eng. Holy shit. Shitty DC Fuck wurde vom Markt genommen. Es wurden 3.625 Einheiten verkauft und 25.000 Umsatz. Hör auf zu grübeln. Code. Code, du Sack. Mann, Mann, Mann. Forschung beendet. So, ein neues Thema erforscht. Kampfsport. Okay, dann wird's Zeit. Neues Game. Thema wählen. Kampfsport. Genre Action indeed. Nee, nee, das ist zu sehr wie das vorherige. Aliens. Strategie. Ja. Plattform. Action plus Blues. PC. Ja. Alien. Ja. Alien Dickheads. Okay, let's go. Yay. Das sind nur übergreifende Spiele. Also Story Quests für RPG vielleicht mehr. Gameplay sowieso. Engine brauche ich auch noch einen Schub. Okay, let's go. Ja, die Titel werden alle so. Außer bei der Serie, wo ich serious bin. Weil dann mache ich es natürlich richtig. Bei der RPG-Serie immer. Level Design, die KI ist sehr, sehr wichtig. Das Level Design ist relativ wichtig. Die Dialoge eher weniger. Let's go. Nintendo hat heute jüngste Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heim-Konsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielmodule und verfügt über einzigartige Controller. Dein Konto ist im roten Bereich, Dein Konto ist im roten Bereich. Glücklicherweise erlaubt dir deine Bank einen Dispositionskredit von bis zu 50.000. Aber sei vorsichtig, wenn deine Bilanz unter 50.000 fällt, gehst du bankrott. Okay, da muss Alien Dickheads muss jetzt voll abgehen, Alter. Aber voll. So, Graphics, alles klar. Okay. Voll abgehen muss das. Sonst bin ich gleich pleite. Blub, 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 blub. Oh Mann, die Bugs. Stimmt, ich muss die Bugs rausprogrammieren lassen. Da war ja noch was. 4, 3, 2, 1. Fertig. Keine Bugs. Alien Dickheads ist bereit. Okay. Blub, 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 blub. Nice. Spiel veröffentlichen. Jetzt müssen wir aber echt Umsatz damit machen. Na, veröffentlichen. Ah. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Alien Dickheads erhalten. Oh. Yeah, zeigt Potenzial. Great. Gutes Spiel. Nice. Alien Dickheads geht voll ab. Könnte besser sein. Toll Game Hero. Fu. Ich mag es. All Gmaze. Alles klar. So, jetzt sollten wir ja Umsatz machen, hä? Alien